Moin. Moin. Geht's euch gut? Jo, schön. Ja, mir geht's wieder gut. Mir ging's letztes Jahr nicht so gut. Aufgrund eines Problems, glaube ich, was wir alle kennen, was man auch gar nicht mehr hören kann und was uns auch alltäglich immer noch begleitet, Männer. Und das in der Kombi mit Pandemie, das ist richtig scheiße, kann ich euch sagen. Also am meisten hat mich, ja wirklich, am meisten haben mich irgendwann diese Routine-Tipps aufgeregt. Also ich weiß nicht, wem das noch begegnet ist, diese ständigen Tipps, so suchen Sie sich Routinen, planen Sie Ihren Tag durch, ist alles schön und lieb gemeint, aber was genau soll ich bei Klo, Netflix und Essen aus dem Tiefkühler planen? Also das habe ich irgendwie nicht so ganz begriffen, wie sowas aussehen soll. Wenn man dann so eine Daily Routine macht, so, ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meiner Daily Routine. Heute nehme ich Sie ein bisschen mit durch meinen Tag. So, ich stehe morgens auf, nachdem ich so 36 Mal auf Schlummern geklickt habe. Dann überlege ich mir kurz, ob ich mir die Zähne putzen sollte. Entscheide mich dagegen, weil dieser eigene Mundgeruch in der Maske mir einfach noch so ein bisschen das Gefühl gibt, dass ich am Leben bin. Ich spüre mich da einfach unfassbar doll, ja. Und ja, gut, dann frühstücke ich. Das mache ich jetzt so seit 28 Tagen, frühstücke ich das Gleiche. Hashtag Routine. Ich löffel Erdnussbutter aus dem Glas. Und ja, für alle unter euch habe ich auch noch einen kleinen Rabattcode mitgebracht. Es gibt jetzt bei Aldi eine Rolle Klopapier gratis mit dem Code, die Wort Hamsterbacke 2020. Also so die einzige Routine, die ich hatte, war, dass ich so durchschnittlich 5 Schritte am Tag gegangen bin. Ich hatte irgendwann Angst, meine Health-App auf dem Handy zu öffnen, bin ich ehrlich. Weil ich Angst hatte, da steht dann sowas wie, Sie gehen durchschnittlich 5 Schritte pro Tag, bitte beachten Sie die Möglichkeit eines Muskelschwundes. Could be. So, ich wusste es ja nicht. Inzwischen können Uhren und Handys wirklich unfassbar viel. Und ab dem Punkt habe ich gedacht, okay, Pauli, du musst was ändern. Du musst Französisch lernen. Und da habe ich mir Bubble runtergeladen, beziehungsweise ich wollte mir Bubble runterladen. Aus irgendeinem Grund hatte ich dann Bumble auf dem Handy. Ist auch eine Art des Französischlerns, sicherlich. Als ich meiner Mama das erzählt habe, dass ich jetzt Bumble, war das Erste, was die gesagt hat, so, ach, das ist doch diese Sex-App, oder? Nein, habe ich gesagt, Mama, das ist OnlyFans, aber irgendwie hat mich das dann doch so ein bisschen tangiert, muss ich sagen. Also ich hatte plötzlich so ein bisschen Angst, so, ist das was, was alle wissen, nur ich nicht? So ein bisschen wie bei Netflix und Chill, da hatte ich das damals auch. Als mein Freund mich gefragt hat, so, ja, Bock, heute Abend Netflix und Chill, habe ich gesagt, ja, geil, stand mit Schlafi und Popcorn vor der Tür. Und inzwischen ist er mein Ex-Freund. Es war ziemlich unangenehm, kann ich nur sagen. Und das wollte ich nicht nochmal erleben. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt Recherchearbeit betreiben. Habe dann gegoogelt, Sex-Apps. Spoiler an dieser Stelle, Bumble war nicht dabei. Aber Leute, was gibt es für Apps? Also hat schon mal jemand von euch Sex-Apps gegoogelt? Es gibt Apps, die heißen Reife Frauen. Klingt auch für mich wie eine Pornoseite, muss ich ehrlich sagen. Seitensprungmarkt. Das muss man sich mal auf der Zunge ziehen. Das ist eine App. Das ist keine Website. Das ist eine fucking App. Ist das ein virtueller Puff oder so? Was soll das sein? Und am besten fand ich auch immer noch Fremdgehen 69. So, ich meine, Fremdgehen, okay, aber warum hänge ich das Gründungsjahr hinten dran? So, habe ich einfach nicht verstanden, muss ich sagen. Naja, gut, also ich war beruhigt. Bumble war nicht unter diesen Sex-Apps. Dann habe ich mir die ganzen Krams da dann auch gedownloadet und da muss man sich dann ein Profil anlegen. Und dann geht's da los. Also ich meine, man muss einen Text schreiben. Da habe ich mir gefragt, so was schreibt man denn da jetzt so rein? Ist das so wie bei so einer Bewerbung? So, ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Paulina Behrendt. Ich würde mich sehr freuen, in den nächsten Wochen um mit Ihnen praktizieren zu dürfen. Ich bin offen engagiert und ein echter Teamplayer. Zwinker-Smiley. Anbei schenke ich Ihnen 5 Bikini-Fotos und die Lebensläufe meiner Ex-Partner. So, why? Was schreibt man da rein? Habe ich natürlich nicht gemacht. Keine Sorge, die Bikini-Fotos habe ich weggelassen tatsächlich. Naja, und dann fängt man an zu swipen. Und ich weiß nicht, wer diese Apps schon mal benutzt hat, aber man wird süchtig nach dem Swipen. Also man ist eine Sucht. Man swipet immer und überall. Man swipet auf dem Klo, bei der Arbeit, bei der Uni, im Bett, vorm Schlafen, nach dem Schlafen. Also es ist wirklich immer und überall. Ich hatte irgendwann eine Sehenscheidenentzündung im Daumen, was, finde ich, auch so ein Abbild meiner gesamten Generation ist. Einfach eine Sehenscheidenentzündung im Daumen vom ganzen Swipen so. Und so swipet man brav im Wochentakt.
Jedes Treffen gleicht einem Kennenlernakt. Wir ghosten, chatten Tag und Nacht, bleiben dann eine Woche lang, ja dann bis bald und tschüss, vielen Dank. Tinder, Bumble, Grindr Co. sind die Online-Shops der Liebe. Wir probieren einander an, tragen die Dates in die Kabine, maximal 10 Teile, sorry, aber dafür sind's zu viele. Wir konsumieren einfach weiter, nein, ich guck nicht in den Spiegel, Entschuldigung, haben Sie den Charakter noch in M? Nee, es war, hat einfach nicht gepasst, die Erwartungen waren zu eng. 2 Küsse auf die Frage, ob ich manchmal an dich denke. Dabei haben wir doch längst einander schon versetzt für ein neues Tinder-Match. Ja, das Date wird hier zur Ware gemacht. Das Gefühl als Angebot der Woche in Regale gepackt. 10% auf alles, das ist das höchste der Gefühle. Ja, ich melde mich bei dir. Nur eine schmeichelhafte Lüge und wie scheiße man sich fühlt, wenn man schon wieder nichts hört. Was denn zur Hölle? Liebe Menschen, die ghosten, ist am Absagen zu schwer. Denn jedes Match ist auch ein Mensch. Jeder Swipe ein klares Nein, jeder Chat ist ein Gespräch, jedes Profilbild ein Vielleicht und wir brauchen mehr Respekt, damit vielleicht mal jemand bleibt. Denn Liebe gibt's nicht im Geschäft, das Gefühl nicht auf dem Markt. Die Intimität ist kein Produkt, das man auf einmal einfach nicht mehr mag. Denn am Ende suchen wir doch alle nach Nähe und Gemeinsamkeit. Also lasst uns endlich richtig daten und nicht mehr kollektiv nur einsam sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann tu genau das, was ich dir jetzt sage. Drück auf Subscribe, auf die Glocke, abonniere uns. Es kostet dich überhaupt nichts, uns hilft es enorm. Also tu es jetzt, tu es sofort, tu es, bitte.